Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. In meinem heutigen Video geht es um die 7 genialsten Wirkungen von Wildkräutern auf unsere Gesundheit. Ich finde ja, Wildkräuter sind einfach ein Wunder unserer Natur, unserer Mutter Erde und ein wahres Wundermittel für Körper, Geist und Seele. Und sie wirken sehr positiv auf unsere Gesundheit. Denn, Punkt 1, Wildkräuter versorgen unseren Körper optimal mit Nährstoffen, denn sie haben einen sehr hohen Mineralstoff- und Vitalstoffgehalt. Punkt 2. Wildkräuter wirken sehr blutreinigend und entgiftend. Sie helfen uns dabei, Giftstoffe und Schwermetalle aus unserem Körper auszuscheiden. Punkt 3. Wildkräuter sind ein super Mittel für unsere innere und äußere Schönheit, denn sie wirken sehr verjüngend auf unseren Körper. Punkt 4. Wildkräuter enthalten sehr viel Chlorophyll und das ist pure Sonnenenergie. Es ist auch die Farbe Grün, die Mitte des Regenbogens und auch unserer Mitte, denn die Farbe Grün ist unserem Herzchakra zugeordnet. Und genauso wirken auch die Wildkräuter. Sie bringen uns in unsere Mitte, schenken uns Zentriertheit, Ausgeglichenheit und Freude. Punkt 5. Wildkräuter haben die höchste Energiefrequenz von allen Lebensmitteln. Und das hat Dr. Brian Clement, der Leiter des Hippocrates Health Institute in Florida, herausgefunden. Wildkräuter schenken uns absolute Geistesklarheit, Elektrizität, Beschwingtheit und Leichtigkeit. Durch die Biophotonen, das heißt die Lichtenergie in ihnen und die vielen Mineralstoffe, können sich unsere Zellen wie Batterien wieder mit neuer Energie aufladen. Und dadurch wird unsere gesamte Schwingung erhöht. Das ist einfach echt total genial. Punkt 6. Wildkräuter fördern unsere Kreativität. Indem wir sie in unsere Nahrung aufnehmen, werden wir sehr kreativ, indem wir immer wieder neue Rezepte mit ihnen kreieren. Und Kreativität ist sehr förderlich für unsere Gesundheit. Punkt 7. Wildkräuter schenken uns Naturverbundenheit. Indem wir Wildkräuter sammeln gehen, gehen wir wieder hinaus in die Natur, verbinden uns mit Mutter Erde und in unserer Umgebung und finden somit auch wieder zu unserem eigenen Ursprung zurück. Ja, diese 7 Gründe sind einfach total genial und sprechen einfach total dafür, Wildkräuter in unsere Nahrung aufzunehmen. Nicht wahr? Ich finde es total toll. Okay, ihr Lieben, falls es euch gefallen hat, schenkt mir doch einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal oder besucht mich mal auf meiner Website oder auf Facebook. Ich freue mich. Alles Liebe und bis jetzt, sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.